Herzlich willkommen zur Grand Kampagne 4243 West, Messina. Wir sollen 18 Einheiten aufs italienische Festland evakuieren. Dabei sollen diese Ortschaften hier aber auch eine italienische Flagge bekommen. Also die sollen von italienischen Truppen erobert werden. Ja, wir spielen unter dem Patch 1.13. Ich habe da auch ein Video gemacht, so eine Art Update für die Neuheiten, auch mit DLC 45 West. Da zeige ich dann auch mal die V-Waffen und gehe so ein bisschen auf den neuen Patch auch ein. Das kommt jetzt demnächst hoch. Ich weiß nicht, welches jetzt eher hoch oben sein wird, dieses Video hier oder das andere. Das wird man dann sehen. Ja, wir sollen 18 Einheiten, wie gesagt, evakuieren, hier rüber auf die Seite bringen und 5 Ziele halten. So, das ist ein bisschen 3, 4, 5. Also die Ziele sollten wir auf jeden Fall halten. Müssen wir halten. Und 18 Einheiten rüberbringen. Also, ja. Mein Plan besteht darin, hier in den engen Stellen die Alliierten aufzuhalten. Von hier unten kommen die Briten, von hier die Amerikaner. Hier in diesen engen Punkten will ich die Alliierten aufhalten. Lange genug. Den Kram hier, den werde ich schon evakuieren, bei bester Gelegenheit. Erstmal müssen wir den Kanal hier natürlich ein bisschen frei machen, mit den Schiffen. Dazu haben wir 2 strategische Bomber zur Verfügung gestellt gekriegt. 2 Orks Flugzeuge. Hier steht es auch nochmal, bringen Sie mindestens 18 Bodeneinheiten auf das italienische Festland und halten Sie mindestens 5 Ziele. So, 16 Runden Zeit dafür, ist jetzt kein Highlight. Ehrlich gesagt bin ich kein Freund dieser Schlacht. Ja, wir sehen schon wieder, wir haben gleich große Schwierigkeiten. Er schafft es nicht mal, diesen einen zu vernichten. Ah, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Naja, gut. Hier werden wir erstmal draufsetzen. Ja. Hier können wir leider keinen draufsetzen. Jedenfalls nicht in der ersten Runde. Gut. Wir kriegen Prestige pro Runde 50 an Nachschub. Das ist jetzt nicht so viel. Gebirgsjäger, die schicken wir mal ins Gebirge, da wo sie auch hingehören. Ja, dann schauen wir mal. Ja gut, also ich will, wie gesagt, die hier kommen lassen. Ich will hier jetzt auch nicht großartig vorrücken und diese Stadt hier einnehmen. Also, das bringt hier nichts bei dieser Karte. Das ist mehr oder weniger verschwendete Zeit und ja, schwere Verluste. Das hier sind so 2 fest installierte Vierlingsgeschütze mit besonderen Fähigkeiten. Nicht schlecht, die Dinger. Stehen natürlich nur für diese eine Schlacht zur Verfügung.
Wir sind eine sehr starke Luftwaffe. Für meinen Geschmack ein bisschen zu stark. Schauen wir mal, ob wir den gleich wegkriegen hier. Ja, wunderbar. Der ist gleich mal schon mal hinüber. So, wir müssen sehen, dass wir irgendwie so eine. Das war ein sehr guter Treffer. Noch mal einen drauf und dann schützen wir den mal mit unserem Jäger. So, er wird auch nicht glücklich. Unsere Henschel könnten wir einsetzen, zumindest für einen Schlag. Aber wohl, das lassen wir nochmal. Sicherheit ist hier die oberste Priorität bei der Geschichte. Hier oben haben wir nämlich auch noch eine P38. So, der Stuka, der bleibt auch hier drüben. Munitioniert. Ja, der war in Ordnung. Trotz zwei Verluste, wenn das ganze Ding ausgelöscht wird, natürlich ganz klar, da sollte man dann auch mit zufrieden sein. So. Hier kommt er noch mit einer Schlachtflotte. Auf den haben sie es ganz besonders abgesehen. Immer sehr ärgerlich. Also bei solchen Situationen sollte man den gar nicht aufstellen, weil, ja, so kann er wenigstens nicht vernichtet werden. Also schwer wirklich, diese Dinger dann zu schützen bei so einer Übermacht. Guck, 8 Stück putzt er von dem weg. Na, also das ist echt schon. Nicht schön. Drauf.
8 Stück, fast komplett vernichtet das Ding. Hätte besser sein können. Es wird nicht reichen für die Me 109, Gustav. Die Bomber müssen weg hier. Der war gut. Der war gut. Schade. So, starker Ansturm von Feinden. Der wird sich, denke ich, ergeben. Mist. Initiative plus 3, das ist natürlich nicht schlecht. 7-3 sind ein bisschen. Oh, jetzt zieht sich sogar ins Gebirge zurück. Danke dafür. So. Unsere Bomber können wir leider nicht einsetzen. Wenn seine Luftwaffe nicht so stark wäre, dann wäre die Schlacht eigentlich sehr cool. Würde auch großen Spaß machen, denke ich. Aber sie ist echt manchmal sehr nervenaufreibend, weil wirklich seine Luftwaffe ist wirklich brutal stark. Und wir gehen mal tanken. So.
Avengers an. Munition. Dreist sein. Ja, wir sind mal dreist. Ich hoffe nur, dass die Jäger noch eine Runde warten, bis sie wieder Rabatz machen. Das sind natürlich brutale Treffer. Also kann man sich nicht mal im Gebirge dahinstellen und Stellung verteidigen. Das ist echt übel. Sie kommen natürlich jetzt in dieser Runde, das war zu erwarten. Na gut, dass er nicht angegriffen hat. Ich glaube nicht, dass wir hier den Bomber einsetzen müssen. So, ich würde mal sagen, wir versuchen schnell mal zu evakuieren. Die ersten. Schnell weg hier. Einsetzen sollen. Ja. Gut, dann nicht. Sehr guter Treffer.
Ja, kann man mit leben. Der Gelegenheit, so, na, da wird ja wohl keine zwei Schritte durchs Gebirge gehen können. Ich hoffe es jedenfalls. Guter Treffer. Soll er Prestige ausgeben zum Reparieren? Gut, nächste Runde. Diese Ari geht mir auf den Nerv. Die muss da irgendwie weg. Früher oder später. Aber erstmal werden wir jetzt das schöne Schlachtschiff hier massiv nehmen. Nochmal einen draufhauen. So, wie sieht das mit Luftwaffe aus? Irgendwo habe ich doch hier was gesehen, oder nicht? War hier nicht irgendwo? Irgendwo gerade ein Feindjäger? Ich habe doch irgendwas gesehen. Ich wurde getäuscht. Ja, sehr schön. Sehr schöner Treffer. Ausgezeichnet. Das ist doch mal fantastisch. Denke mal, der ergibt sich. Ja, macht auch richtig so. Die müssen wir investieren. Kommen wir nicht drum rum. Ah, sehr schöner Artillerietreffer. Ist da auch hinüber. Können wir unseren Panther wieder auf Vordermann bringen. Ja, fantastisch. Sieht ja gar nicht so schlecht aus.
Verstärkung lohnt sich sicherlich definitiv. So, können wir den jetzt nochmal einsetzen? Wo Sinn macht. Am besten hier auf so einem Ding. Den lassen wir mal hier stehen. Auf unserem Werfer. Das eine Schlachtschiff, das wird jetzt nicht mehr großartig Wambule machen, würde ich behaupten. Jetzt jedenfalls mit Sicherheit nicht mehr. So, die Gebirgsjäger haben ihre Aufgabe hier eigentlich ganz gut gelöst. Sparen können. Eliteverstärkung machen. Mehr. Sehr gut. Genau. Wunderbar. Es läuft besser, als ich erwartet hatte. Die Frage ist nur, was macht der Pionier jetzt? Er geht ja hier über den Berg, greift meinen Tiger an. Könnte passieren. Sehr schön, ausgezeichnet. Da ist er genau richtig hingeflogen. Ist natürlich keine glückliche Bewegung gewesen für die Me 109.
Begegnung, keine glückliche Begegnung. Ach, es darf doch nicht wahr sein. Oh, haben wir ein Glück. Ich hoffe, es kommt nicht noch einer. Ich hasse seine Luftwaffe in dieser Schlacht. Er geht über den Berg. Das wird ihm aber nicht viel nutzen. So. Ganz große Scheiße. Da war auch nicht viel besser. Wir müssen sehen, dass wir unsere Luftwaffe wieder auf Vordermann kriegen. Die beste Idee. Der hier ist sowieso am Arsch. Ach, das darf alles nicht wahr sein. Seine verdammte Luftwaffe, ey, die geht mir sowas von auf den Nerven, dieser Schlacht. Also, es ist schon eine Sau, es ist eine Sauerei. Es ist eine absolute Sauerei. Tja, wenn wir wohl Focke Wulf verlieren, 3 Sterne, bitter, tut mir in der Seele weh. Aber ja. Oh nee, er greift. Er hat sich scheinbar andere Ziele gesucht. Nee. Doch, er greift nicht an. Haben wir wohl Glück im Unglück gehabt.
Okay, dann greift er halt nicht an. Die Mi 109, die muss erstmal ganz weit weg. Ganz weit weg. Sehr schön. Der weg. Ja, der ist natürlich schwer zu knacken hier, das Ding. Weil wir die Henschel brauchen. Ja, die Stelle hier lässt sich ganz gut verteidigen. Hier unten sitzen, bei den Briten sieht es ein bisschen schwieriger aus. Also, obwohl wir ähnliche Verbände im Einsatz eigentlich haben, ne? Wir haben zwei Tigerpanzer, einen Werfer, zwei SE-Regimenter, die ja mit ihren Erfahrungen, na gut, das hier nicht mehr, aber das hier, natürlich außergewöhnlich eigentlich stark sind und, die sind schon schwer zu knacken, wenn die in so einer Stadt stehen. Wir müssen mal sehen, was wir als nächstes evakuieren. Wie viel habe ich denn jetzt überhaupt evakuiert? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fehlen noch 10 Einheiten. Super. 8, 9, 10. Tja, wir müssen irgendwie sehen, dass wir die Streitmacht kaputt schlagen von ihm. Und dann sehen, dass wir den Rest irgendwie noch evakuiert kriegen. Eine Möglichkeit gibt es eigentlich gar nicht.
ich mit leben. Jetzt immer schwieriger, Stellung zu halten. Ah, sehr schön. Reichweite. Vielleicht mal ein bisschen neutralisieren, das Ding hier. Ja, hat schon was gebracht. Umstellen. Dass wir jetzt wegkommen. Erstens brauchen wir den da nicht mehr wirklich und das war ein guter. Sehr schön. Mal drauf. Ich will diese beschissene P47 weg haben. Sehr schön. Tja. Auch anfangen und zurückzuziehen. So, wie sieht das hier jetzt aus?
geklappt. Naja, das ist mir zu. Obwohl die Artillerie natürlich ihre Munitionen verschießen würde. Und auch nichts mehr hätte. Ja, die Geschichte. Sehr lustig. So, hauen wir hier noch mal gegen den Bomber gegen. Die Henschel kommt hier nicht ran. Und die ganze Erfahrung verballert. Runden. Anders. Ah, verdammt, warum habe ich denn die Händschilder nicht drauf gesetzt? Ah, das wollte ich doch gar nicht. Alles angreifen. Mal schauen. Die 8-8 bringen wir jetzt auch weg. Nützt ja nichts. 18 Einheiten muss ich darüber kriegen. Wie soll ich das sonst anders machen? Geht ja nicht anders. Hätte besser sein können. Hier verstärken wir auch nochmal. Oh, der hat einen weiten Weg. Der muss auf jeden Fall geschützt werden.
glaube hier schon empty. Ja, noch nicht ganz. Auch diese bescheuerten M7-Geschütze. Aber ansonsten ist doch schon Feierabend eigentlich. Ja, die Stadt ist ein bisschen nervenaufreibend, finde ich. Und sie ist vielleicht auch gar nicht so schwer. Seine Luftwaffe ist einfach, ja, penetrant, würde ich behaupten. Ja, also das macht echt keinen Spaß, weil die wirklich, oh, mit diesen P-47, das ist brutal. Ja. Auf der anderen Seite. Ist es so, dass die Schlacht eigentlich mehr oder weniger, ja, eigentlich ganz spielbar ist. Also sie geht eigentlich schon ganz gut von der Hand. Das Problem ist, glaube ich, bei anderen Sachen. So, ich würde jetzt nämlich mal sagen. Vier Stück. Man muss eigentlich sehen, dass man diese Verbände, die angreifen, irgendwie oder irgendwann zerschlagen hat. Wenn man das schafft. Na gut, hier hat er jetzt noch so einen Wolverine, aber gut, der wird uns auch nicht aufhalten. Also hier oben der Amerikaner, der müsste eigentlich komplett ausradiert sein. Also der hat hier, das sind die letzten Einheiten, die er hier haben dürfte. Mehr dürfte er hier wirklich nicht haben. Und dann ist das hier oben eigentlich ganz gut verteidigt worden. Also wir müssen dieses Ziel hier nicht einnehmen, ne? Hier unten, das macht mir am meisten Sorgen hier gegen den Briten. Der Brite ist hier weitaus stärker als der Amerikaner, habe ich den Eindruck. Was bei dieser Schlacht, glaube ich, schwierig ist, ist es zu schaffen, keine einzige Einheit zu verlieren. Also ich glaube, ohne Verluste geht das hier gar nicht. Es ist zumindest sehr schwer. Könnte ich mir vorstellen. Schade, wir kommen nicht ran. Bei meinem Glück kommt er nochmal mit Luftwaffe. Wir fehlen denn jetzt noch? Schaffen wir das überhaupt noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Schaffen wir gar nicht mehr. Hier diese Evakuierung durchzuführen.
Ja gut, in zwei Runden werde ich hier keine Evakuierung mehr durchführen können. Hätten wir vielleicht früher mit anfangen sollen, oder vielleicht haben wir auch einfach nur zu wenig Einheiten. Ja, das ist ja auch immer so ein Fall. Ich stelle mal die Einheiten hier in die Stadt. Vielleicht zählt das ja auch irgendwie. Warum zählen denn Luftwaffeneinheiten nicht dazu? Für die Evakuierung. Na ja, gut, also ich denke mal, das hat keinen Einfluss, ob wir die hier im Hafen stehen haben oder. Schafft er gerade so. Hier oben haben wir sogar alle Ziele eingenommen. Also wir halten sogar 6 Ziele statt 5. Noch. Nur leider fehlen uns zwei Einheiten. 14 waren es, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ein bisschen zu spät mit dem Evakuieren angefangen. Ich denke mal, man hätte sich ein bisschen früher. Ja, knapper Sieg. Ich denke, man hätte sich ein bisschen früher hier an dieser Stellung zurückziehen müssen. Dann hätte man vielleicht noch. Was heißt mit Sicherheit? Die hätte man noch rübergekriegt. Und dann wären es 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, na gut, 14. 14 wären es gewesen. Ja, schwer, 18 Einheiten rüberzukriegen. Also, da muss man schon frühzeitig, weil vor allen Dingen der Brite, den kriegt man auch gar nicht richtig zerstört. Gut, ich habe, vielleicht muss man hier natürlich ein bisschen anders aufstellen. Vielleicht muss man den Briten auch nicht hier verteidigen, sondern vielleicht hier verteidigen. Aber obwohl, hier oben stelle ich mir definitiv halt auch schwieriger vor. Zurückdrängen schafft man kaum mit den Einheiten, die man zur Verfügung hat, mit dem Rest.
Die oben im Amerikaner, den hält man gut auf an diesen Pässen hier. Der fährt sich hier gut fest. Und am Ende kann man sogar noch das letzte Ziel hier oben erobern. Naja gut, wir haben aber keine Einheit verloren. Das ist schon mal ganz gut. Obwohl die Evakuierung nicht komplett nach Plan verlief, haben sie die Alliierten lange genug aufgehalten, um eine akzeptable Menge an Menschenmaterial von Sizilien zu evakuieren. Angesichts kürzlich erhaltener Informationen stehen unseren Operationen in Italien an einem Scheideweg. Nicht nur das Gerücht einer italienischen Kapitulation umgehen. Nein, es besteht auch eine andere sehr reale Gefahr einer alliierten Landung auf dem italienischen Festland. Wir müssen beide Möglichkeiten im Auge behalten, daher lassen wir Ihnen die Wahl, welche der beiden Missionen Sie bewältigen wollen. Sollten die Italiener sich ergeben, müssen wir bereit sein, die italienischen Truppen zu bewaffnen und zu verhindern, dass sie sich den Alliierten anschließen. Alternativ, und das wird schwieriger, müssen wir eine schnelle Eingreiftruppe aufstellen, welche rasch eingesetzt werden kann, um jede alliierte Landung zu verhindern. Die Evakuierung von Sizilien war ein großer Erfolg. Über 100.000 Mann und das meiste an Material wurde aus Sizilien geschafft. Die geretteten Kräfte trugen maßgeblich dazu bei, die folgende italienische Kampagne der Alliierten zu verzögern und deren Verluste zu erhöhen. Gut. Behalten wir die Italiener im Auge. Das ist, glaube ich, diese Schlacht bei Tarent, wenn mich nicht alles täuscht. Tarentum oder Tarentum. Die habe ich ja schon mal Let's Played. Und ich glaube, wir werden mal Salerno nehmen. Die Landung der Alliierten Salerno. Die kenne ich noch gar nicht, die habe ich auch noch nicht gespielt. Sehr interessant. Ich glaube, die werden wir uns mal vornehmen. Und als nächstes Let's Playen. Also wir gehen mal den Weg über Salerno. 9. September 43. Die Amerikaner haben ihren Zug gespielt, Herr General. Und Sie werden jetzt dafür sorgen, dass Sie ihn bedauern werden. Die amerikanische Operation ist ehrgeizig. Sie landeten östlich von Neapel bei Salerno. Dort werden sie einkesseln und vernichten. Ihr Auftrag ist es, alle Ziele einzunehmen. Falls das nicht zu schaffen ist, müssen Sie mindestens 4 Ziele einnehmen. Sonst haben wir nicht genug Aufmarschmöglichkeiten für einen Gegenangriff. Passen Sie auf, der Feind hat zwar noch kaum gepanzerte Einheiten bei Salerno angelandet, jedoch können diese jederzeit noch angelandet und damit für Sie zum Problem werden. Außerdem müssen Sie damit rechnen, dass die Amerikaner Luftunterstützung für die Invasionstruppen fliegen. Da rate ich Ihnen, genug Luftabwehr mitzuführen und Ihre Panzer zu schützen. Ha, ha, ha. Genug Luftabwehr. Wie soll man denn genug Luftabwehr? Salerno Landing. Panther A, ein neuer Panzer. 900 Prestige. Das ist ein Witz. Ja, super. Soll ich gleich kapitulieren? Ja. Ah. Oh weh. Na, das sieht ja fantastisch aus. Castelcivita. Serie. Gut, die Ziele zu halten hier oben im Norden, das sollte eigentlich kein Problem sein. Na gut, ja, das machen wir im nächsten Let's Play. 916 Prestige. Ich habe 17 plus 4 in der Reserve. 19 kann ich nur aufstellen. Okay, wo sind denn jetzt eigentlich die Italiener? Ach, die haben sie mir jetzt weggenommen. Das ist natürlich schön. Hätte ich noch verkaufen können, den Schrott. Naja. Gut, Salerno Landing ist das nächste. Ich sag mal, wir gucken noch mal ins Kompendium. Messina, Catanzaro kam dann und dann kam Tarent. Ja. Ich weiß nicht, was da der einfache Weg ist gegen die Italiener. Ist auch nicht so das Wahre. So einfach finde ich den Weg auch nicht. Der Salerno-Weg, den kenne ich noch nicht. Vielleicht schafft man ja diesen mit einem knappen Sieg den Gegenangriff zu machen. Die Volturno-Linie, die ist auf jeden Fall nochmal heftig am Ende. Und dann ist ja 42, 43 West auch schon fertig. 17 Runden, das lässt sich wieder gut let's playen.
Ja, gespeichert habe ich. Gut, ich verabschiede mich und sag mal, bis zum nächsten Let's Play. Euer Madball. Ciao, ciao.